weitere Menschen hier noch dazukommen, heiße ich euch alle herzlich willkommen bei unserer heutigen Luxemburg-Lecture. Und ich freue mich, hier heute gleich zwei renommierte Gäste begrüßen zu dürfen. Zuerst möchte ich Lord Robert Skidelsky vorstellen. Robert Skidelsky ist Wirtschaftshistoriker und zuallererst bekannt für seine dreibändige Biografie des bekannten Ökonomen John Maynard Keynes. Und man kann ihn also mit Recht als den Keynes-Biografen bezeichnen. Die dreibändige Biografie wurde auch mit relativ vielen Preisen belegt. Im Kontext der Wirtschaftskrise der letzten Jahre und ihrer ideologischen Verschiebungen veröffentlichte er dann ein Buch namens The Return of the Master, wo er sich für eine Rückkehr zum Keynesianismus stark macht. Man kann das Buch kaum sehen, ohne an den dritten Star Wars zu denken, aber The Return of the Master. Und heute wird er allerdings zu seinem letzten großen publizistischen Wurf sprechen, nämlich der Veröffentlichung zusammen mit seinem Sohn Edward, einer philosophischen Wachstumskritik, auf Englisch How Much Is Enough, auf Deutsch Wie Viel Ist Genug, vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens. Robert Skidelsky wird ungefähr eine halbe Stunde lang sprechen und danach wird die Antwort auf diesen Vortrag von Katja Kipping formuliert. Katja Kipping muss ich in diesem Kontext vermutlich nicht allzu ausführlich vorstellen, aber for formality's sake, Katja Kipping ist Vorsitzende der Partei Die Linke und zusammen mit ihrem Co-Vorsitzenden Bernd Rixinger auch und zentralerweise dafür verantwortlich, dass Themen wie Muße, Care-Ökonomie und eben Wachstumskritik in innerlinken Debatten wieder mehr Raum einnehmen. Katja wird in ungefähr 15 Minuten sprechen. Danach wird es noch eine Runde hier oben auf dem Podium geben, also nicht gleich die Hände hochheben. Und danach geht es zur offenen Publikumsdebatte. Und without much further ado, übergebe ich dann das Wort an Robert Skidelsky, der, wenn ich es richtig verstanden habe, vom Podium sprechen wird. I'd like to start with a question. Why do we work? According to the standard view, work is the cost of getting the things we want. And therefore, as people get richer, able to afford more of the things they want, they should work less. That's at any rate the supposition. And that was the theme of Keynes's essay, Economic Possibilities for Our Grandchildren. It was published in 1930, and it was the springboard for the book I've written with my son, Wie viel ist genug? And I want to just elaborate on those themes. Now, the essay was written in 1930, and Keynes thought that about 100 years after that, that's coming up to where we are now, developed countries would be about 4 or 5 times richer than they were then, and on average, their inhabitants would work only about a quarter as long as they then did. That's to say, 15 hours a week, rather than 50 or 60. He assumed the desire to work would fall more or less proportionately to the increase in income. That was the thesis of the book. In fact, though Keynes wasn't wrong in his forecast of economic growth, he was quite wrong in his forecast about the fall in the hours of work. We now work about 40 hours a week, maybe a little less in some countries, but the average in the OECD world is about 40 hours, and we've been stuck there since the 1980s. True enough, a lot depends on how you measure work. Annual hours of work have fallen more than weekly hours for the simple reason that people take longer holidays than they used to. But the fact that reduced time at work has been mainly by way of holidays rather than reductions in weekly hours testifies to the continued centrality of work in modern life. You could say we remain psychologically conditioned to inhabit what Marx called the kingdom of necessity. We have not escaped into the kingdom of freedom. But this poses a huge problem for the future. For in the very act of making us richer, technology abolishes the need for our labor. Most of us don't really have to work nearly as hard as we do to satisfy our needs. So the question then is, why do we go on working the hours we do? And what did Keynes miss?
Well, there are many answers. Neoclassical theory doesn't even admit the validity of the question. Basically, the hours worked represent a voluntary bargain between workers and their employers, and so they reflect the marginal utilities of work and leisure respectively, and there's nothing more to say about it. However, I think that there is a lot more to say about it, and I'm going to say some of it. One explanation for Keynes's mistake might be that he underestimated, indeed ignored, the positive utility people get from work. This utility may have increased over time. Work has become less physically burdensome, we know that. It's an important source of identity for many people, and perhaps there is more job satisfaction than there used to be in the past. In a recent book, Nobel laureate Ed Phelps argues that the workplace can become, in fact, is on the way to becoming an arena of innovation, creativity, in his own words, of mass flourishing. However, I don't believe that's nearly as true as some of the apologists for work make out. The evidence is that the majority of workers show pervasive job dissatisfaction, distrust, and disengagement. And this often comes despite the fact that management is actually often quite good. In the UK, it was found that 80% of workers had limited commitment to their employer's goals, and a quarter were described as actively disengaged. So much for the joys of work. But even if it were true that work has a positive utility and not just a disutility, this is not the same as saying that people want to work the hours they do. In fact, the evidence suggests that most people would prefer to work fewer hours than they do. Not surprising, after all. Well, another explanation for why Keynes's prediction may have failed is fear of idleness. Most people, it's said, would not know what to do if they were suddenly deprived of work. It's found retirees, people who have retired and are on pension, often find time weighing heavily on their hands. And Keynes himself acknowledged that the transition from work to leisure might produce a general nervous breakdown. But of course, what he was suggesting, I think this criticism of him is a bit unfair. What he was suggesting was not a sudden stop in work so that everyone suddenly found undreamt of hours of leisure, but a gradual transition from work to leisure in which work became progressively less central in people's lives. And I think it's perverse to argue that it's fear of leisure which keeps most of us working so hard. Much more important is fear of unemployment and loss of income, which this entails. Still, I wouldn't deny that people need to be educated for leisure. That's a separate subject, but a very important one. Well, how do economists deal with these sort of conundrums? They reconcile their belief in the voluntary nature of work with the continued dominance of the work ethic in two ways, which also, of course, add up to a critique of Keynes. First is the appeal of novelty. Keynes assumed that goods were subject to a declining marginal utility and that there's a limit to our ability to substitute one good for another. But in fact, while each generation of goods may leave people bored, and therefore you'd think they'd be sated by them, one's appetite is continually stimulated by the next generation. And manufacturers realize this. There's iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4. I think iPad 5 has arrived, and no doubt there'll be iPad 6 and iPad 7. From Adam Smith to Tibor Skitovsky, economists have assumed that there's an innate restlessness or desire for improvement. And that means that work can never ease up because we'll always be wanting the next generation of goods. The problem with this view is that for thousands of years there was no technological improvement to speak of, no new generations of goods.
And this objection is not wholly disposed of by saying that the desire for improvement had to await the development of appropriate beliefs, institutions, the Enlightenment had to happen, and so on. If the desire for improvement was so strong, why were these beliefs and institutions not developed sooner? I find that a compelling objection to the view that there is an innate desire for economic improvement in human beings. A more serious criticism of Keynes is that he failed to distinguish between needs and wants. Needs are absolute, wants are partly relative. We want more than others, who at the same time want more than us. And this fuels an endless race. Robinson Crusoe would perhaps have been satisfied with what he had, but fill his island with other people, and his dissatisfaction would grow as he started comparing his fortune with those around him. It's the relative character of wants which gives them their insatiability, and advertisers have realized this. Advertising is the organized creation of dissatisfaction. The more goods we want, the more time we have to work to earn the money to get them. Now, we're now moving from the psychological, the idea of insatiability, to the social context of insatiability. We can't explain the bargains which determine the hours worked apart from the institutional setting of such bargains, and the institutional setting is capitalism. And capitalism not only inflames love of money through relentless advertising, it also keeps most people relatively poor. The gains of productivity have been captured mainly by the rich because they still control the means of production. And think of the growing gap between the pay of top executives and the average worker, up to 300% or more in the United States. In fact, there's an interesting fact, which is that the big increase in the variance of earnings has coincided exactly with the stop in the fall in hours worked. In other words, since the 1980s, inequality has grown and hours of work have stopped falling. They're flattened out. And I think that's quite an important connection between inequality and what's happened to weekly working hours. Because it's the business class which determines the earnings, the hours, and conditions of work. It's the state which, largely at the behest of the business class, decides on the post-tax distribution of wealth and income. This isn't, I think, Marxist ideology. It's just a reasonable observation of the way our system actually works. So although societies are much richer on average than they used to be, most people, being too poor to buy what they need relative to the more successful, are in no position to let up on work. And another important fact, over the last 30 years, the countervailing power of trade unions and democracy has been greatly curtailed in the interests of profit maximization. The result is twofold. Most people don't get the job arrangements they would like, and inequality of wealth and incomes has grown. Thus, a large proportion of the populations of our societies are deprived of the fruit of technological progress, which would enable them to work less. They work the hours they do because they don't have enough to lead the good life. Now, let me sum up this part of my speech. Keynes assumed that leisure was the one good, the demand for which would never diminish, because it offered people the key to all other goods. He failed to see that money did exactly the same. Money is the dream ticket, the magic key which capitalism unlocked and which promises to unlock all doors. In the battle between leisure and money, money would always win unless some way is found of controlling the love of money, that is, the capitalist system.
So that this problem of how to control the love of money has two aspects, one intellectual, the other political. The intellectual problem is to try to recover the idea of what money is for, because it's only in relation to what money is for that it makes sense to talk about having enough. What money is for, we argue in our book, is the good life, which we break down into the seven basic goods of health, security, respect, personality, harmony with nature, and leisure. To possess a sufficient quantity of these seven basic goods is to live well. To lack a sufficient quantity of one or more of them is to be deprived. If this account holds up, our account of the basic goods, then the question of how much is enough has a non-vacuous answer. It's not just, well, it's everyone's view of it. Enough for the good life is the answer. Of course, precise figures are going to vary widely according to age, circumstance, and temperament. The needs of a 20-year-old student aren't the same as those of a 40-year-old householder. But at least we have something more than just preferences, individual preferences, to go by. The political problem is to structure our collective existence so as to make it easier for people actually to live the good life. The state has a positive role to play here. It should not pretend to be neutral between rival conceptions of the good life. In the last part of our book, we outline a number of policies for bringing this about, including working hour regulation, so that there's maximum working hours for most jobs, stricter controls on advertising, an unconditional basic income, and, drawing on the work of the economist Robert Frank, a progressive consumption tax. I can elaborate on those if you're interested. Now I come to the second and last part of my talk, the future of work. Here we come to, I think, what Marx would have called a contemporary contradiction of capitalism. Capitalism wants to keep us working, but its own technological dynamism is continuously abolishing jobs. We live in a society which privileges work over leisure, but which forces more and more people into unwanted leisure in the form of unemployment and underemployment. Underemployment is the key category, not unemployment, underemployment. And that's something, again, I'd like to elaborate on. Not working as much as one wants to, of which the extreme is unemployment, but then there are all kinds of gradations down to into various forms of underemployment. We struggle to keep work going by inventing more and more jobs, but despite our best efforts, aren't we destined to run out of jobs sooner or later? Well, that's what I want to consider now. In the early 19th century, groups of English workers known as the Luddites smashed the textile machines they saw as taking their jobs. That was in the early 1800s. Then after that, the fear of machines died away. New jobs at higher wages in easier conditions and for more people were created, and they made possible higher consumption for shorter hours. But this doesn't mean the Luddites were wrong. They were just premature. Recently, automation in manufacturing has expanded even to areas where labor has been relatively cheap. The Chinese are investing in industrial robots on a large scale. Services were once considered intrinsically labor intensive, no more. Soon, in every supermarket, you will see checkout staff replaced by self-service machines. It's happening in England. I dare say it'll happen everywhere. Automation is also eating up professional service jobs. In education and healthcare, technology is already reducing the demand for skilled labor. Translation, digital analysis, legal research jobs, they'll all be done by computers. Now, optimists airily assert, many new types of jobs will be created.
But they're very vague about where the new jobs are going to come from. And there are many other examples. Soon drivers of cars will be abolished. They'll all link up in trains and there'll just be one person leading a procession of cars along the road. So there'll be no more traffic jams. You won't need insurance any longer. So there are all these things are happening. They're happening all around us. Imagine, you know, a handful of technicians replacing a fleet of taxi drivers and truckers. Now, what produces value in such an economy will not be wage labor, but machine labor. No doubt some of the claims made for robots replacing human labor will prove to be as far-fetched as they have in the past. New jobs will surely be created in what are called the caring sectors. We may end up with the young spending more and more of their working lives looking after the old, or the old more and more time educating the young. Some of the young may not regard either of these as an altogether pleasing prospect. But nevertheless, this is the way a lot of people talk when they say, of course, more new jobs are going to be created. Having made all possible allowances under this head, it's hard to resist the conclusion that what Keynes called technological unemployment will continue to rise as machines make more and more people redundant. I think we've already started to see this happen. What economists call structural unemployment, the unemployment which persists through the growth of the economy, has been steadily going up. And as I say, structural underemployment has been going up. Logically, there are two escapes from this trap. The first is deliberately to engineer a decline in productivity so that more people would be required to produce a given quantity of goods and services. That would mean calling a halt to technological progress and the division of labor, and calling a halt, really, to economic growth as we know it. And that's basically the solution of the Greens. Now, much of their inspiration comes from the writings of E.F. Schumacher, who wrote a famous book called Small is Beautiful in 1973. And Schumacher appeals to the Buddhist concept of work. For Buddhists, work has a threefold function: to give a man a chance to utilize and develop his faculties, to enable him, he's talking about him in 1973, to enable him to overcome his egocentredness by joining with other people in a common task, and to bring forth goods and services needed for a becoming existence. So if man has no chance, I'm quoting, of obtaining work, he is in a desperate position, not simply because he lacks an income, but because he lacks this nourishing and enlivening factor of disciplined work which nothing can replace. At the heart of this view is the reconnection between production and consumption, or what Marx called exchange value and use value. Producers would have much closer connection with the consumers of their products. To a much greater extent than now, production and consumption would be local. Hence, small is beautiful. We would re-enter a world of small communities, local markets, small-scale and largely artisan production, and reciprocal personal services. So, small is beautiful offers one escape route. Now, the alternative is to accept the world created by technology and convert technological unemployment into leisure, which is the route we take, rather in our book, rather than the green route. We would progressively reduce the hours of work as technology increases the power to produce. And our reversion is not to Schumacher, but to Aristotle. I mean, we accept the Aristotelian idea of activity undertaken for its own sake or for the sake of the city rather than for an intrinsic reason, for money. Notice that both escape routes, though, presuppose a radical ethical transformation. Insatiability would be disciplined by a conception of the good life with money as a means rather than as an end.
Both visions also presuppose a more equal distribution of income. Both presuppose, that is, a vast change in social habits and aspirations, both the Schumacher route and the leisure route. Now, where is what's the difference between the two? Well, the small is beautiful idea keeps work firmly at the center of our existence, whereas the alternative places the Aristotelian idea of an active leisure at its heart. How do you decide between them? Well, I don't know, it's difficult, but the logic of leisure seems to us to be unassailable. I mean, leisure is by definition time spent in not earning income. It depends, therefore, on unearned income. A rich society, in which wealth is more equally distributed than our own, could afford to give everyone an unearned income, and therefore the choice of how much to work. It's true, the Aristotelian idea of concept of leisure was aristocratic. It depended on a minority of citizens living off slave labor. It requires an effort of imagination to see how that idea might be applied in conditions of mass affluence. But you can just see it. In a technologically advanced world which lived by Aristotelian precepts, the machines would be the slaves. Okay, so let's go from there. One can foresee, now, looking just to conclude here, one can foresee a time when the semantic and normative distinction between work and leisure will lessen as the character of both changes. One can foresee a time when work will become more fulfilling and leisure more active. The distinction which remains between the two will largely hinge on ownership. Leisure is an activity wholly owned by the people who undertake it. But any feasible organization of work in a modern society is bound to remain partly owned by the businessman or entrepreneur who provides it. However fulfilling its character, it will be remain subject to entrepreneurial purpose and are rewarded by some sort of market demand. Machines can't replace human labor entirely. The purposes for which work is done will therefore always remain partly extrinsic, not intrinsic. Nor will the socialist dream of workers' ownership overcome this inherent characteristic of modern business organization, because that's simply one way of sharing out the proceeds of work. It doesn't change the character of the work being done. All this may seem remote from present preoccupations, but the rate of technological change constantly accelerates, bringing us ever closer to the challenge of what Keynes called the permanent problem of humankind, how to win the freedom which science and compound interests, how to use the freedom which science and compound interests have won for us to live wisely, agreeably, and well. Thank you. Die Zeit ist reif für eine radikale Veränderung der Ökonomie und der Sozialpolitik. Sie, Robert Skidelsky, haben gemeinsam mit Ihrem Sohn Edward die Diskussion über Sinn und Stellenwert der Ökonomie in der Gesellschaft vorangebracht. Es handelt sich um eine Diskussion, die zum Ausgangspunkt das Streben nach einem guten Leben hat. Eine Diskussion, die wir aus der Antike kennen und die heute wieder hochaktuell ist. Demnach muss Politik, also das heißt das politische Handeln der Menschen, auf eine gemeinsam und demokratisch regulierte Ökonomie aus sein. Der Zweck des ökonomischen Handelns, das am Bedarf der Menschen sich orientieren muss und der Harmonie mit der Natur verbunden sein sollte, ist das gute Leben aller. Inspiriert durch die Lektüre Ihres Buches,
anknüpfend an den Überlegungen zu einem guten Leben, möchte ich im Folgenden 4 zentrale Aufgaben linker Politik herausarbeiten. Aufgaben, die wir im Hamsterrad der Alltagspolitik, der schnellen Meldung schnell aus den Augen verlieren. Aufgaben, die gleichermaßen von historischer Dimension wie hochaktuell sind. Ja, und es sind Aufgaben, die schon länger ihre Umsetzung harren und die anzugehen doch so unverzichtbar ist, wenn wir wirklich alternative Entwicklungspfade in Richtung eines guten Lebens für alle einschlagen wollen. Erstens, demokratische Verfügungsgewalt über Produktion und Produktionsmittel. Erstens kommt die Debatte um ein gutes Leben für alle nicht umhin, sich kritisch mit der kapitalistischen Marktwirtschaft auseinanderzusetzen. Denn die Durchsetzung dieser kapitalistischen Marktwirtschaft hatte die Verwandlung der Natur und des Menschen in Waren zur Folge. Die Gesellschaft wurde zum Anhängsel des Marktes. Das wirtschaftliche Motiv der Gewinnerzielung trat an die Stelle des Motivs der lebensnotwendigen Existenzsicherung. Diese Freisetzung der Ökonomie, oder wir sprechen auch von der Entbettung der Ökonomie aus dem Kontext traditionellen Gesellschaften und moralischen Ökonomien, treffend beschrieben zu haben, ist das Verdienst des Wirtschaftshistorikers Karl Polanyi. Das Motiv des Profits in der kapitalistischen Marktwirtschaft ist hingegen für uns alle bekannt, von Karl Marx mit der Formel GWG' ausgedrückt. Geld wird zum Kapital, der Strich steht für Profit, Ware wird zum Vehikel, um einen Profit zu realisieren. Nun erleben wir einen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, wo diese Formel noch verkürzt wird und wo quasi aus GWG' am Ende einfach die Formel GG' wird. Die Unersättlichkeit einer auf Konkurrenz und Profit orientierten Ökonomie, die Unersättlichkeit der Begierden nach einem Mehr, sprengen jeden sittlichen, jeden politischen Rahmen, in den Ökonomie eingebettet gehört. Und ich plädiere also erstens dafür, als eine Bedingung für das gute Leben aller, die politische Einbettung der Ökonomie in eine demokratisch verfasste Gesellschaft zu diskutieren und zu wagen. Wir drücken es manchmal einfach damit Wirtschaftsdemokratisierung aus, also ein Urthema linken Denkens. Wir reden über die demokratischen Bestimmungen des Was und Wies der Produktion. Es geht schließlich um nicht weniger als um die demokratische Verfügungsgewalt über die Art der Produktion und der Produktionsmittel. Zweite Aufgabe, Bereich Musan, Arbeitszeitverkürzung. Die Antike, zumindest das, was uns davon überliefert wurde, war sich der Notwendigkeit der Einbettung bewusst. Die ungezügelte Mehrung des Reichtums führt nicht zu einem guten Leben, weder individuell noch für das Gemeinwesen. Sie behinderte vielmehr die Menschen an der Gestaltung der Polis, des politischen Gemeinwesens, also mit Hannah Arendt zu sagen, sie hinderte am Handeln und Sprechen. Die Sicherung und vor allen Dingen die Mehrung des Reichtums lenkt ab damals von der Beschäftigung mit Politik, lenkt ab von Philosophie und dem Streben nach kultureller Entwicklung. Allerdings setzt das politische Engagement im Gegenzug die Absicherung der Existenz voraus. Also im Klartext, so wie die Mehrung des Reichtums die Pflege der Polis behindert, be- und verhindert Armut politisches Engagement. Ich glaube, Hartz-IV-Betroffene können davon heute auch ein Lied singen. Arbeit, sofern sie jetzt nicht den schon erwähnten unfreien Sklavinnen und Sklaven anheimfiel, sondern den freien Bürgern. Bürgerinnen sah ja die Antike in dem Maße nicht vor. War, wenn sie zu viel Zeit im Anspruch nahm, zumindest nach den antiken Philosophen, ebenfalls hinderlich für ein politisches Engagement. Erst recht verhinderte Arbeit, die Zeit in Muse zu verbringen. Und damit sind wir bei einer weiteren Grundbedingung für ein gutes Leben, der Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitverkürzung als eine Voraussetzung, um Muse zu ermöglichen. Sie, Herr Skidelsky, adeln ja quasi Muse zu einem der universellen Basisgüter.
ganz der Antike verbunden, beschrieb ja Karl Marx Muse, free activity, not labor, als Reich der Freiheit, in der sich die menschliche Kraftentwicklung als Selbstzweck gilt. Zudem vertrat er die Auffassung, Sie haben es erwähnt, zum Aufblühen des Reiches der Freiheit ist eben die Verkürzung des Arbeitstages eine Grundbedingung. Eine Ökonomie zu entwickeln und zu gestalten, die ein gutes Leben ermöglicht, die Freizeiten und Freiräume ermöglicht, also auch Bildung im weitesten Sinne, freie Entwicklung der Fähigkeiten, das ist die marxische moderne Formel für eine kulturelle Entwicklung des Menschen. Selbstbestimmte individuelle Entwicklung auf Basis verkürzter Arbeitszeit, ich glaube, das ist ein hochpolitischer Anspruch, den wir heute haben müssen, gerade angesichts der Welt des Burnouts, der verdichteten Arbeit, der immer schneller werdenden Produktionszyklen, der immer mehr angeheizten Konsumsüchte, die Besinnungslosigkeit erzeugen, Ressourcenvernichtung vorantreiben, alles um den Preis des Profits und der Unersättlichkeit. Eine demokratisch regulierte Ökonomie umfasst drittens Ökonomie in der Tat verstanden als Ökonomie des ganzen Hauses. Das heißt, die in den gängigen Volkswirtschaftstheorien ja nur im Hintergrund beachtete oder komplett ausgeblendete Bedeutung der Reproduktionsarbeit bzw. der Care-Economy im politischen Bewusstsein zu erinnern. Das, was leider immer noch hauptsächlich Frauen ökonomisch zum Erhalt, zur Entwicklung des einzelnen Menschen und der Gesellschaft leisten, ist nur scheinbar privat, es ist immens politisch. Keine öffentliche Ökonomie, keine Politik funktioniert ohne diese scheinbar private Ökonomie. Also müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass diese notwendige Arbeit menschenwürdig gestaltet wird. Und das heißt meiner Meinung nach auch, dass sie gerechter zwischen den Geschlechtern verteilt wird. Das heißt, deutlich mehr Reproduktionsarbeit auf männliche Schultern zu legen, als es bisher der Fall ist. Denn wenn es mit dem guten Leben für alle ernst gemeint ist, müssen beide Geschlechter Freizeit und Freiraum für politisches Engagement, für Muse haben. Der feministische Care-Mob bei den Blockupy-Protesten hat mit einem Slogan die Situation vieler Frauen sehr treffend auf den Punkt gebracht. Feierabend gibt es bei mir nicht, nach der Arbeit Reproschicht. Reproschicht steht dafür Reproduktionsschicht, also Kinder von der Kita abholen, Hausaufgaben kontrollieren, Pfandflaschen wegbringen, die Spülmaschine ausräumen, Wäsche waschen, die kranke Großtante besuchen, das Geschenk für Opa besorgen, kümmert sich ja sonst niemand drum und so weiter und so fort. Also Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der notwendigen Sorgearbeit sind zwei Seiten einer Münze, die politisch geprägt werden muss, mit intelligenten Instrumenten. Ein solches Instrument wäre meiner Meinung nach ein Elterngeld, was nicht nur nicht so ausgestaltet ist wie heute, sondern was wirklich finanzielle Anreize dafür setzt, dass beide Eltern in Teilzeit gehen nach der Geburt eines Kindes. So bleiben sie beide, wenn auch im reduzierten Umfang, in der Erwerbsarbeitswelt verankert, bleiben quasi auf dem Laufenden und zudem können eben beide Elternteile von Anfang an den Segnungen, die Segnung der Familienarbeit von Anfang an genießen, auch das Windeln wechseln. Übrigens ließe dieses Modell auch analog übertragen auf ein Pflegeteilzeitgeld für andere Phasen intensiver Reproduktions- und Care-Arbeit. Viertens müssen ökonomische und sozialpolitische Prozesse so gestaltet werden, dass ungezügelte Reichtumsmehrung einerseits und Armut andererseits ausgeschlossen wird. Sie, Sir Robert Skidelsky, schreiben ja, Sie sprechen ja davon, dass es eine Notwendigkeit gibt, die Einkommensungleichheit zu minimieren. Ja, die auseinanderklaffende Schere muss stärker zusammengeführt werden. In dieser Debatte hat vor einiger Zeit das Magazin Prager Frühling die Idee eines Einkommenskorridors ins Gespräch gebracht. Dieser Einkommenskorridor im Sinne der Demokratie sieht vor, dass es nach unten hin eine Sockelung gibt, um Armut für jeden zu vermeiden, und zum anderen nach oben hin eine Deckelung, also zur Begrenzung von übermäßigem Reichtum geben muss.
ganz einfach und sehr gerundet gesprochen. Niemand sollte weniger als 1000 Euro im Monat zur Verfügung haben in diesem Land. Und im Gegenzug stellt sich nun die Frage, braucht jemand tatsächlich mehr als das 40-fache des gesellschaftlichen Minimums? Also, wenn wir jetzt sozusagen das übertragen, das 40-fache, da sprechen wir immerhin von einer 500.000 Euro netto im Jahr. Und selbst wenn jemand mehr braucht, führen dieses Mehr an Ausgaben tatsächlich zu einem Mehr an Lebensgenuss. Also wie viele Stunden muss man Champagner trinken, Kaviar essen, um so viel ausgeben zu können? Als ich wagte, diese Frage in Kameras zu sprechen und einige Medien dann diese Frage übersetzten mit der Forderung nach einer 100%-Steuer, war die Aufregung groß. Nun geht es nicht gleich um eine 100%-Steuer. Es ist ja bekannt, die Linke ist ja erstmal mit der Forderung nach einem Steuersatz von 75% auf jeden Euro oberhalb einer Million gestartet. Wobei ich schon noch mal daran erinnern will, in den 50er Jahren galt selbst in den USA der Spitzensteuersatz von 90%. Auch die Initiative 1 zu 20, in der Schweiz wird die unter 1 zu 12 diskutiert, geht auf die Idee einer Reichtumsbegrenzung zurück. 1 zu 20, das meint, der höchste Lohn in einem Unternehmen sollte nicht mehr als das 20-fache des niedrigsten Gehalts in einem Unternehmen betragen. Im Klartext gesprochen, wer also für den Chef eine 500.000 Euro im Jahr möchte, muss sicherstellen, dass Pförtner und Reinigungskraft mindestens mit 25.000 im Jahr nach Hause gehen. Wer es ernst meint mit der Reichtumsbegrenzung, der wird mit viel Gegenwind rechnen müssen. Allerdings, finde ich, hat er oder sie auch sehr gute Argumente auf seiner Seite. Die Argumente in drei Kategorien unterteilt. Zum einen wirkliche Leistungsgerechtigkeit, zum zweiten demokratische und zum dritten ökologische Erwägung. Zur Leistungsgerechtigkeit. Ich will nun wahrlich nicht dem Einheitslohn das Wort reden. Also ich finde, es sollte schon differenzierte Einkommen und Löhne geben können. Allerdings ist ja bei so manchem Einkommen wirklich höchst fraglich, inwieweit wirklich reale Leistung an der Gesellschaft ausschlaggebend war für die Höhe des Einkommens. Ich will nur ein Beispiel für die Einkommensspreizung beleuchten, ein bekanntes. Ein Krankenpfleger, der richtig hart arbeiten muss, Frühschichten, Nachtschichten, unter großem Druck Verantwortung trägt für das Leben der Menschen, kommt, wenn es gut geht, der einen guten Tarifvertrag hat, noch nicht einmal 50.000 brutto im Jahr. Der Vorstandschef des Pharmakonzern Bayers bekommt das 91-fache. Der ist bestimmt auch fleißig und gebildeter Mann. Aber kann man wirklich das 91-fache eines Krankenpflegers mit Frühschichten, mit Nachtschichten, mit all dem Druck leisten? Fragezeichen. Zum demokratischen Begründungszugang. Auch für Einkommensmillionäre hat der Tag nur 24 Stunden. Das heißt, der Mehrung des Lebensgenusses durch noch mehr Ausgaben sind schon temporär Grenzen gesetzt. Es besteht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass immer höher wachsender Reichtum, sich konzentrierender Reichtum eben auch genutzt wird, um privilegiert Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse zu nehmen. Ich nehme mal ein Beispiel, ganz hypothetisch. Indem man zum Beispiel einen neutralen Think Tank gründet, nennen wir ihn mal Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, diesen jährlich mit vielen Millionen ausstattet, damit diese quasi als unabhängiger NGO die öffentliche Meinung zugunsten der eigenen wirtschaftlichen Interessen beeinflusst. Wenn ich zum Beispiel Geld verdiene durch Kohleförderung, könnte ja dann meine NGO Stimmung gegen die Förderung erneuerbarer Energien machen. Und das sehen wir, das deutet ja nur an, die Ungleichgewichtigkeit oder die ungleiche Möglichkeit der politischen Artikulation zwischen Arm und Reichen. Und ich finde, um diese etwas einzugrenzen, heißt auch das Gebot der Stunde Reichtumsbegrenzung. C, die ökologische Dimension. Am unteren Ende der Einkommensskala gilt natürlich erstmal, Mensch muss sich eine ökologische Lebensweise, eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur, wie es im Buch heißt, ja auch erstmal leisten können. Das soll heißen, das Walnuss-Sesambrot beim Ökobäcker schmeckt deutlich besser, ist auch gesünder als das abgepackte im Supermarkt, muss man sich aber eben auch erstmal leisten können. Die stromsparenden Kühlschränke verursachen in der Tat geringere Betriebskosten. Das Geld für eine Anschaffung muss man aber erst einmal zusammengespart haben. Bei Dumpinglöhnen und Hartz-IV-Regelsatz ist das kaum drin. Daraus nun aber zu Schlussfolgern, dass Haushalte mit geringem Einkommen eine besonders negative ökologische Bilanz haben, hieße einem Irrtum aufzusitzen. Denn der Einkommensverbrauchsstatistik verdanken wir die Erkenntnis, dass je höher das Einkommen eines Haushaltes ist, umso höher die Ausgaben für Strom sind.
Ist eigentlich auch logisch, wer mehr Geld hat, hat meist größere Wohnungen, hat zwar stromsparende Geräte, dafür mehr Fernseher. Der Fußabdruck, der ökologische, fällt also deutlich größer aus. Dass jetzt private Swimmingpools auch pro Nutzer eine schlechtere, ökologischere Bilanz haben als öffentliche Schwimmbäder, ist ja auch einleuchtend. Insofern steht eine Umverteilung von privat zu öffentlichen Gütern sowie die Begrenzung von Reichtum, finde ich, auch im Zeichen der ökologischen Gerechtigkeit. Der Einkommenskorridor hat, wie gesagt, zwei Elemente. Zum einen die Deckelung nach oben, die Reichtumsbegrenzung, und zum anderen die Sockelung nach unten. Und bezüglich des Ziels, ein Mindestmaß an Teilhabe zu garantieren, würden die, wie ich sie nenne, die sozialpolitische Trias der Linken, also Mindestlohn, Mindestrente und sanktionsfreie Mindestsicherung, schon große Fortschritte erzielen. Ich, und nicht nur ich, knüpfe daran an und denke weiter bis zum bedingungslosen Grundeinkommen. Dieses, eine intelligente Ausgestaltung vorausgesetzt, das muss man sagen. Nicht überall, wo heutzutage Grundeinkommen draufsteht, ist auch ein wirkliches drin. Aber ein solches Grundeinkommen wäre eben nicht nur ein Mittel, um Armut, auch verdeckte Armut auszumerzen und ein Vermögen umzuverteilen. Es käme auch einer gewünschten Arbeitszeitverkürzung entgegen. Darüber hinaus kann das BGE neben seiner Funktion als Katalysator für Arbeitszeitverkürzung natürlich wie eine Demokratiepauschale wirken. Ein Schritt in diese Richtung wäre auch die in gewerkschaftlichen Kreisen diskutierte bedingungslose Grundzeit. Sie wird in manchen Kreisen noch eher unter Sabbatjahr diskutiert, also die Möglichkeit, mehrmals im Leben eine finanziell gesicherte Auszeit zu nehmen, aus dem Beruf oder aus anderen stressigen Lebenslagen. Und noch etwas, schon das Sprechen über das Grundeinkommen bricht mit der Ideologie des Mangels und der Knappheit, die uns noch mehr Tränen im Produktions- und Konsumtionshamsterrad aufschwatzen will. Es ist genug für alle da. Wie schrieb doch schon Erich Fromm, ein moderner Begründer der über 200 alten Idee des Grundeinkommens, Zitat: Der Übergang von einer Psychologie des Mangels zu einer des Überflusses bedeutet einen der wichtigsten Schritte in der menschlichen Entwicklung. Eine Psychologie des Mangels erzeugt Angst, Neid und Egoismus. Eine Psychologie des Überflusses erzeugt Initiative, Glauben an das Leben und Solidarität. Tatsache ist jedoch, dass die meisten Menschen psychologisch immer noch in der ökonomischen Bedingung des Mangels befangen sind, währenddessen die industrialisierte Welt im Begriff ist, in ein neues Zeitalter des ökonomischen Überflusses einzutreten. Sie, Robert Skidelsky, Sie denken gemeinsam mit Ihrem Sohn Edward in dem Buch »Wie viel ist genug?« über die Organisation des kollektiven Lebens in einer Gesellschaft nach, die genug für alle hat. Und Sie eröffnen damit als ein Wirtschaftshistoriker Freiräume für politisches Denken über den begrenzten Horizont der aktuell hegemonialen, aktueller ökonomischer Theorien hinaus. Ich habe Ihr Buch mit viel Vergnügen gelesen, viele Anregungen für meine Arbeit gewonnen. Herzlichen Dank dafür an Sie und Ihren Sohn. Ich hatte ursprünglich den Plan, mehrere Fragen zu stellen, aber damit es hier vorne auf dem Podium nicht zu lang geht, I will ask one question to Robert Skidelsky. And it seems to go away from the question of work. It kind of addresses the question of ecology, which you and your son, in your book, fairly early on, you say, okay, there are three reasons to criticize the insatiability of capitalist growth. There is the argument from ecology, the argument from happiness, and the argument from ethics. And you essentially say, I won't, or we won't engage in the argument around happiness or in the argument around ecology, because those reasonable people can disagree on that. We will talk about ethics. Now, I work a lot on questions of ecology, and I was wondering whether by excluding ecology, you weren't sort of giving away a powerful weapon in the arsenal of those who would criticize capitalism's constant fixation on growth. However, I think it's not that you gave away an important weapon, it's that you excluded something that would challenge your argument quite significantly. And that is, when you outline the two potential options,
the Schumacher small is beautiful option versus the Aristotelian option, you essentially say, well, that green solution seems fairly unrealistic, going back to small-scale communities, etc., etc. Instead, you say, we should accept the society that technology has produced and use those gains to reduce work hours. Now, sorry, this is a long way around, but I will get to a point in a second. The technologies which reduce labor in the global north destroy the environment in the global south and everywhere else. Now, my question is, isn't the perspective that you've outlined extremely eloquently the Aristotelian concept, which you say was aristocratic within a given society, aren't you outlining an aristocratic perspective within global society? I know this sort of sounds, this is a very German way to ask a friendly presenter a question, saying, of course, I disagree with everything you say. In England, they're always much more friendly to the presenters. But this is an important question for me, because I do work on questions of climate change. And when you say we accept the world that technology has given us and just reduce the working hours, you don't switch off the mad growth imperative, because somebody somewhere is still producing those technologies and they're still eating up the world. So when you outline your ethical critique of capitalism and you ignore ecology, don't you end up with a global north version of an aristocratic Aristotelian position? That was my very long question to you. Well, the answer is that different parts of the world are at different stages of economic development. And there's no way you can get around that. I mean, we can't legislate for the rest of the world. I mean, we can hope to legislate for our own societies. I think it may be that if they pursue growth without any influence of these other ideas, the ideas we're putting forward, they will end up by creating an ecological disaster. But there's not very much we can do about it unless they themselves slow down. They do slow down in the end. We can make it easier for them to slow down, of course. I mean, that's one thing. Through our economic arrangements and through incentivizing them to reduce their energy consumption. I mean, we can do that. Our duty to the rest of the world does not stop just because we can take it easier. A part of the wealth which we have created has to go to making it possible for the whole world to survive. I mean, that I think is a given fact. I think our skepticism about ecology has other roots as well. What we fear is that there's a confusion in the ecological movement between science and religion, and I think we have to be clear about where we stand on those things. It's perfectly possible that technology will invent a solution to the problem of global warming. Perfectly possible that there will be a technological fix there which will not really call into question continued growth. I mean, people have worked out that we might, you know, if we implement certain policies of energy efficiency, we might have a very, very small impact on the growth rate. But that would be a very minor cost compared to removing this potential catastrophe. So if we put all our cards in the scientific basket, we may be left without a cause. So then there's the religious basket. But to me, ecology is a religion. It gives me problems because it implies some sort of worship of nature. And I don't think nature is a god. I think nature was made
for the cultivation of the human spirit. I don't think that, for example, I think just as a philosophical matter, I don't think nature has any rights. It can't have any rights. And nor can any species have any rights except the human species, because they have no duties. Nature has no duty. Animals have no duties. We have duties. We alone have duties. Therefore, we have rights. So there's a sort of bit of mysticism involved. I'm being controversial. A lot of people may not agree with what I'm saying. But I think there are two objections to ecology. One is that scientifically, it may not be wise to put all your eggs into the ecological basket. And from a religious point of view, I think it's a sort of false religion in a way. My answer to your question. Great fan of controversy. Ich wollte Katja noch fragen, ob du auch noch zur Öko-Kontroverse einsteigen willst oder ob ich jetzt erstmal zum Publikum gehen soll. Also für mich war der Zugang neu, den er in dem Buch artikuliert hat. Und ich fand am Ende, das ist eine interessante Auflösung. Man könnte fast sagen, das Ziel ist das Leben in Harmonie mit Natur, fand ich einen interessanten Denkansatz. Ich bin trotzdem, gebe ich zu, immer noch sehr angetan auch von einer wissenschaftlichen Argumentierung, was die globale Erwärmung anbelangt. Aber in der Tat, ich fand das eine ganz interessante Sache und kann mich dem auch in gewisser Weise anfreunden. Und den zweiten Punkt, den Vorwurf, dass das jetzt im Rahmen des Globalen eine sehr aristokratische Haltung ist, war in deiner Frage angelegt, finde ich. Ich würde sagen, wäre eher im Rahmen der globalen Gerechtigkeit gegenüber oder Fragen der Klimagerechtigkeit unverantwortlich, ein weiter so zu machen und eben nicht dieses Wirtschaftssystem zu hinterfragen. Und deswegen glaube ich, wir haben das ja immer wieder erlebt. Also das ist auch mein ganz persönlicher biografischer Zugang zum Thema gewesen, dass du immer wieder erlebt hast, wenn du falsche politische Entscheidungen verhindern wolltest, seien es Ansiedlungen in ökologisch brisanten Gebieten, das Totschlagargument, ja, das bringt doch aber Arbeitsplätze, hat immer alles gestochen. Das war das Ass in jeder politischen Debatte, die du nicht durchbrechen konntest. Und das insofern zu hinterfragen und zu sagen, ich bin nicht stolz darauf, dass ich viel arbeite, sondern ich bin stolz darauf, wie wenig ich arbeite. Ich finde, das ist schon ein ganz interessanter Bruch, der notwendig ist. Und das ist nicht eine rein westzentrierte Debatte, sondern es ist auch eine Debatte, die man im Sinne einer globalen Gerechtigkeit, im Sinne der Klimagerechtigkeit führen muss. Ja, es geht ja jetzt um die Abschlussrunde und es ist in den Beiträgen ja deutlich geworden, Begriffsabgrenzungen sind nicht immer ganz einfach, zum Beispiel zwischen Arbeit und Muse. Aber ich glaube, ich finde es gut, dass Sie sich heute Abend entschieden haben, hierher zu kommen und ich hoffe, also wir haben jetzt zwar auch nochmal viele Punkte angesprochen, über die wir nicht gesprochen haben, fand aber trotzdem, dass wir im Laufe dieser 2 Stunden über viele wichtige Fragen gesprochen haben und nicht nur an der Oberfläche gekratzt haben, sondern schon an Wurzeln rangegangen sind, wie Ökonomie eingebettet ist. Insofern kann ich nur hoffen, dass es Ihnen wie mir geht, dass Sie die 2 Stunden eher als Free Activity und nicht als Labor verstanden haben. Und kann nur hoffen, dass wir die Debatten, die wir heute hier geführt haben, auch auf jeden Fall weiterführen und uns dafür immer die entsprechende Muse nehmen. I'm just going to assume that the translators didn't perceive those last 2 hours as utility. So I wanted to thank them and everybody else who's put this together, but this is not the final round yet. I enjoyed that very much, and I hope you did. And we did get somewhere, I think, on a number of very important things. One of the matters that was clarified, I think, was in our book, the distinction between work and leisure is a simplifying device. It's a model.
And that doesn't mean that, you know, every kind of work or every kind of leisure fits into that dichotomy. And I think the hope was that as we get, as we go on in time, the distinction will gradually disappear through work becoming more fulfilling and leisure becoming more active. And, you know, at some point that simplifying device won't do the job, but it's the only language we have at the moment. And that language is corrupted because work is assumed to be, you know, drudgery, and leisure is assumed to be idleness. So if we can get back to the Aristotelian idea of eudaimonia, which is, I think, a key point, we'll have made some progress. The other issue, of course, was the matter of global justice. Where does the duty of rich societies lie in relation to other parts of the world? I think one point very valid made, I think you made it actually, was you shouldn't think of the same model of development or escape from poverty as a universal one, applying to all countries. So they must all follow the same route and make all our mistakes to reach the utopia. They learn from us. And there is, you know, a lot of countries outside the West are not particularly enchanted with the Western model of development or with the Western organization of economic life. You've got to think, I think, if you think of the future, that there will be major Chinese inputs into the way we think about economic life. There'll be an input from Islam. I mean, for example, in Islamic banking, you're not allowed to take interest. I mean, interest is usury. Now, there's an idea that disappeared in the West a couple of hundred years ago. So they're maximum rates of interest, really. I mean, that was the basis of the old usury laws. And, you know, one can think of that also as part of the diminution of the financial power. We talked about rights and duties, and I think there's a lot more to be said about that. I still I'm a bit suspicious of that. I think it's the point you made. I think it's too easy somehow to claim rights without thinking of what obligations you incur by the exercise of those rights. I mean, one of the classic things is, yes, we claim the right of freedom, but we don't claim license. Freedom, when we talk of a right of freedom, we're not talking about the right to do anything we want. And as soon as, you know, we understand that, we also, there's some duties attached to that, to behave in a certain way. So I'd quite stick to my skepticism about the overuse of that language. And there are many other things that were, you know, wonderful to talk about. And I've enjoyed being with you very much. Dann danke ich nochmal ganz formell Lord Robert Skidansky, dass er hergekommen ist, Katja Kipping. Ich danke den Übersetzern, Übersetzerinnen und allen anderen, die es ermöglicht haben und eurer regen Beteiligung. Und vielen Dank für die Geduld, dass wir hier vorne uns gestritten haben. Sehr angenehmes Event. Jetzt kann man auch Bier und Wein weiter trinken und sich der Muße ergeben. Vielen Dank. Thank you.